Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Elex. Ich muss ja sagen, letzte Aufnahme war zwar sehr, sehr cool, aber ich habe mich so ein bisschen uncomfortable gefühlt. Wie war das deutsche Wort nochmal? Ein bisschen unwohl. Weil halt an jeder Ecke und an jedem Ende reden halt entweder Leute miteinander oder es wird irgendwo was rumgeschweißt oder sonst so. Es ist halt schön, dass es eine lebendige Welt ist und so. Und hier laufen auch immer Leute rum und so. Und das ist auch echt gut gemacht und es ist echt belebt und alles. Aber es sind überall an jeder Ecke so viele Geräusche immer, die einen als Let's Player sehr in den Weg geraten. Klar, wenn du das jetzt so alleine spielen würdest, ganz normal, so wie das halt 99% der Menschen auch machen. Klar, dann ist das bestimmt ziemlich super. Aber so hier, ich weiß nicht, so. Aber naja, müssen wir irgendwie uns mit arrangieren. Aber ich meine, guckt euch dieses Ding an, ne? Einfach mal hier so der Blick hier drin. Also die Kuppelstadt, sie ist schon echt wunderschön, ne? Ja. Wir hatten jetzt schon mal eine Sache erledigt und den einen Typen da ein paar Mal verprügelt und können da jetzt hier Bescheid geben, ne? Bei ihmchen war das, oder? Riley. Ne? Hier. Wegen Brabak. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich hoffe, du hast ihm nicht nur ins Gewissen geredet. Etwas deutlicher musste ich schon werden. Das wollte ich hören. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Hier, das ist für dich. Wer sich für mich einsetzt, den kann ich ja nicht mit leeren Taschen ziehen lassen. Du hast einer Seite immer besser Konflikt zugespielt. Oh. Okay, aber es sind zumindest die Outlaws erstmal und nicht die Berserker. Also wenn, dann auf jeden Fall pro Outlaw und gegen kontra Berserker, das definitiv. Beziehungsweise, obwohl am liebsten bin ich kontra Kleriker eigentlich, weil die halt, ne, wisst ihr ja, habe ich ja schon oft genug erzählt, dass ich mich mit deren Philosophie so überhaupt nicht identifizieren kann. Aber das, ich weiß, ja, im Ende, ja, ich habe ja letztes Mal, oder war das vorletztes Mal schon, ich weiß nicht, habe ich ja schon so gesagt, so, wir müssen uns eigentlich ein bisschen mehr radikalisieren, wir müssen eigentlich in unseren Gedankengängen mehr pro Outlaw werden und wieder uns an unsere Wurzeln erinnern, die da wären, Hashtag für den Don. Das ist und bleibt in unserem Gedächtnis, auch wenn es eine andere Welt ist und andere Saga und genau, aber egal, für den Don. Jawohl, für den Don. So, eine Sache, die ich jetzt zuallererst mal machen werde, bevor ich hier weitermache in der Stadt. Meinte ja, Kaja hieß er, ne? Genau, dass er da vorne wartet und da werde ich jetzt mal weitermachen eben kurz, ne? Ja, hi! Wo warst du so lange? Ich bin ja jetzt hier. Ach, na schön. Dann sag mir mal, was du jetzt vorhast und wo du dein Lager aufgeschlagen hast. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich werd's versuchen. Da bin ich mir sicher. Du wirst allerdings ein Jetpack benutzen müssen, wenn wir uns unterwegs nicht verlieren wollen. Natürlich. Ich bin mir schon bewusst, worauf ich mich hier eingelassen habe. So, und jetzt reden wir mal über mein kleines Problem. Okay. Auserwählt. Ja, das war eine sehr, sehr kurze Kurzfassung in Form eines kurzen schwarzen Bildes. Okay. Ja, dann, ne, Bums. Du sagtest, du willst die Natur des Elex studieren. Ist das schon gelaufen? Ich kann die Präsenz des Elex spüren. Vor allem dort, wo es in großer Menge vorkommt. In der Nähe der Konverter. Da. Richtig. Doch ist das meiste Elex dort schon raffiniert? Ich brauche Elex-Vorkommen, die noch nicht von den Alps erschlossen worden sind. Nur so komme ich an die natürliche Form des Elex. Sie ist noch unverfälscht und ich kann das Elex besser studieren. Also, ich wüsste da was. Hinten die, da mit dem einen, netten Unhold da, ne? Die Stelle da wäre, ja, ne? Aber habt ihr das gesehen? Ach, wie hieß er nochmal? Ach, ich hab den Namen vergessen. Die Wache auf jeden Fall am Tor. Was hat denn der da gegessen? Hatte der irgendwie weiße Schokolade oder was war das? Ey, voll geil. Oh. Natürliches Elex? Da. Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Im Grunde hast du recht. Es ist auch reines Elex. Doch das raffinierte Zeug, das die Alps aus den Konvertern gewinnen, hat eine ganz spezielle Signatur. Es ist absolut gleichgeschaltet und gehorcht nur noch den Gesetzen der Ordnung. Die umgekehrte Form.
die wir Berserker aus dem Mana-Schrein gewinnen, ist ebenfalls extrem polarisiert. Auch ihre Signatur ist sehr klar. Ich habe mein ganzes Leben mit Mana um mich herum verbracht und kenne es sehr gut. Ich brauche aber die unangetastete Urform des Elex, so wie sie nur noch an wenigen Stellen frei in der Natur zu finden ist. Okay. Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Margalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Okay. Wo ist diese Spur, von der du sprichst? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Norden? Oh, also, kann sein, dass wir im Norden schon mal so ein bisschen aus Versehen aufgeräumt haben. Wenn das so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich es tue. Darum. Zumindest glaubst du das. Komm doch mit, dann zeige ich dir, was ich meine. Ja, klar. Okay, zeig mir deine Elex-Spur. Wie ich schon sagte, es ist nicht weit weg von der Stadt. Folge mir. Yay! Ach, wir dürfen gar nicht selber laufen. Okay. Das ist... Jede Minute fließt eine Unmenge an natürlichem Elex ins Meer. Es wird ausgewaschen aus dem Fels und der Erde. Es gibt Methoden, um es dennoch nicht zu verlieren. Ja, die Alps und ihre Maschinen. Etwas Unnatürlicheres kann ich mir kaum vorstellen. Wie auch immer, um der Elex-Spur zu folgen, müssen wir darüber und den Mutantenbiestern folgen. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Das Elex zieht unter Umständen eine ganze Menge Mutanten an, also sei vorsichtig. Okay, Ray ist jetzt wieder im Lager, I guess. Oder? Warte, wir kommen mal her. Arx, Falk. Ray, okay. Okay, also, wir haben Ray jetzt einfach mal abserviert. Warte, da habe ich eine Pflanze. Das wollte ich sowieso machen. Ich wollte sowieso eigentlich Ray wieder ins Lager schicken und mit ihr mehr rumlaufen hier bei Abessa. Da hat sich das jetzt dann mal von alleine erledigt. Na dann, go for it. Und okay, also das kannst du auch immer wieder sagen, ne? Die Dichte der Welt ist unfasslich, du. Das ist krass, dass hier halt selbst darüber geredet wird, wie das Elex aus dem Gestein rausgespült wird und ins Meer gelangt und so. Das ist halt auch so. Hat ein bisschen Bezug zur heutigen Welt auch so, was jetzt so Plastik und Müll angeht auch. Aber gleichzeitig macht es halt auch so die Welt echt konsistent und das sind ja echt Mutanten. Reichhaltig und. Da war ja noch einer. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ach, die sind ja easy. Halt, stopp! Es geht los! Ja, es geht los! Warte mal. Ich möchte mal gerne. Okay, aufpassen. Warte. So, jetzt hier. Bums. Bums und Bums. So, ja, du bist auch gleich down. Jawoll. Visiert doch das andere an. So, warte kurz. Ausdauer und Bums. Jawoll. Wir speichern mal zwischendurch, dass wir schon mal den Fortschritt haben, falls jetzt irgendwas Doofes. Oh, die hält ja nuscht aus. Na, obwohl sie wurde hier angegriffen. Ey! Okay, ich halte auch nicht viel aus. Also gut, dass wir gespeichert haben, siehst du? Das müsste reichen. Jawoll. Und Ausdauer. Come back at me. Alter, wie halt einfach halbe Ausdauer für uns trotzdem schon ausreicht. Für eine komplette Combo. Oh, Nassel. Hey, ne. Dankeschön. Wir brauchen Asselfleisch, jawohl. Apropos, können wir ein bisschen was essen, ne? Nummer 8. Pack mal ein bisschen rein. Juhu. So, warte, dann gilt's jetzt mal alle zu looten.
schwerfällige Wühler. Das Ragdoll-System. Ach ja. Okay. Ja, das Standardzeug, was hier gelootet wird. Ich find's witzig, wie die Quest auch direkt markiert war. Oh. Oh, das war echt das ist ein süßes kleines Elex-Vorkommen. Das ist jetzt nicht so viel wie das, was ich im Kopf hatte eigentlich. Von wegen, ne, das hinten bei dem Unhold, dem Bezähmten. Bei Ava. Hier muss es sein. Ich kann das Elex in der Erde förmlich riechen. Naja. Und was passiert jetzt? Es liegt ja auch darum. Ich werde meditieren. Stell dich einfach darüber und warte, bis ich fertig bin, okay? Okay. Was ist denn das jetzt? Die dampft. Ich wollte eigentlich nur die Blume hier nehmen. Boah, was denn jetzt hier? Dämonenbeschwörung oder was? Ich krieg grad irgendwie Flashbacks zu Dragon Age Origins. Aber ich weiß nicht warum. Alter, was ist denn das mit ihr? Die ist ja krass. Hä? Hallo, nicht wegnicken. Okay. Okay. Hallo? Alles okay? Okay. Ich denke, das war's. Es ist faszinierend. Ich hatte das Gefühl... Ja, es war fast so, als ob das Elex zu mir gesprochen hätte. Es war wie ein leises Flüstern. Und es war fast so, als würde es etwas von mir wollen. Das Elex spricht zu dir. Ich weiß, wie verrückt sich das anhört, aber dennoch ist es wahr. Nein! Du willst mir jetzt nicht... Oh mein Gott! Wisst ihr, was mir gerade so durch den Kopf geht, so? Das Elex spricht zu ihr, Kalan? Meint ihr, die Kleriker haben... Okay, ihr kennt das, also jeder, der von euch das schon gespielt hat, weiß wahrscheinlich, was es ist. Aber ich will nicht gespoilert werden, wehe. Als ob... Das hat 100 Pro hat das Connections zu Kalan, oder? Oder zu Pseudo-Kalan, was die Kleriker als Kalan bezeichnen. Ist vielleicht halt doch irgendwie so Elex, was zu den spricht, in Anführungszeichen? Oder, ach, keine Ahnung. Alter! Oh Gott, das wird jetzt hier zu so... Oh. Schläfer-Flashbacks. Alter. Okay. Ich bin saugespannt, wie das Spiel weitergeht, ey. Und jeder, der spoilert, wird ausnahmslos gebannt. In den Kommentaren. Also jetzt, also, oh, ja. Ne? Nur um das nochmal so zwischendurch erwähnt zu haben, ne? Wir haben lange, lange, lange keine Spoiler mehr gehabt. Das ist auch sehr gut so. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass wenn ihr Kommentare schreibt, das alles schön gesittet bleibt und dazu, ja, ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Aber nur nochmal so, weil ich jetzt gerade voll Angst habe, dass mir irgendwas gespoilert wird. Einfach gar nichts sagen zu Sachen, die in der Zukunft liegen, von hier aus gesehen. Einfach nur Sachen, die schon passiert sind, kommentieren am besten. So. Ei. Das Mutantenaufkommen spricht jedenfalls dafür, dass du tatsächlich eine Elex-Ader gefunden hast. Naja. Aber der Rest... Hör zu, es ist mir egal, ob du mir glaubst, wenn du mir nur hilfst. Das heißt, du willst damit weitermachen. Unbedingt. Das war die Voraussetzung dafür, dass ich deiner Kampftruppe beitrete. Also stell keine Fragen, wenn du die Antworten nicht hören willst. Ja, ist okay, aber... Wie kannst du dir da überhaupt noch unsicher sein, ob hier wirklich eine Elex-Ader ist? Junge, die Splitter ragen literally aus dem Boden 2 Meter neben dir. Komm. Nehmen wir mal an, ich glaube dir. Was genau meinst du gehört zu haben? Ich bin mir nicht sicher, das Flüstern war sehr leise. Doch es scheint so, als hätte das Elex eine Art kollektives Bewusstsein. Oh, wenn das wahr ist, dann müssten die Stimmen umso stärker sein, je mehr Elex da ist. Oh Gott. Nein, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass Elex eine kollektive Lebensform ist, oder? Oh Gott, das wird ja immer tiefsinniger, ey. Das ist, oh, du Scheiße. Hilfe. Aber hier, die Splitter ragen aus dem Boden. Natürlich ist hier eine Elex-Ader, meine Fresse. Okay, wie geht's jetzt weiter? Ich werde meine Sinne schärfen und versuchen, ein noch größeres Elex-Vorkommen aufzuspüren. Doch zuerst will ich noch einmal zurück in meine Heimat. Ich muss nach Edan und mir eines unserer Weltenherzen ansehen.
Südlich der Observierungsstation in der Mitte von Edan steht ein vielversprechendes Exemplar. Ich will wissen, ob ich die Stimmen auch höre, wenn ich mich einer großen Menge Mana nähere. Du hast bisher auch nie etwas in der Art gehört. Warum sollte es jetzt anders sein? Ja, aber ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Pass auf. Tut mir leid, aber ich kann das jetzt nicht auf sich beruhen lassen. Ich muss unbedingt... Geh nur. Ich komme später nach, wenn ich kann. Hä? Danke. Also dann, wir sehen uns in Edan. Naja, wie was? Ich komme später nach. Ich wäre jetzt auch so mitgegangen. Aber hier, komm, hier liegt Elex rum, meine Fresse. Ja, hallo, natürlich ist das hier ein Vorkommen. Ach, Leute. Ich hau die einfach so ab. Ja, ey, also ich hätte jetzt eigentlich so gesagt, so, hey, ja klar, ich unterstütze dein Vorhaben. Ist ja klar, why not, ne? Alter, das geht ja, das ist ja mal mega interessant jetzt hier gerade. Hier wird ja lore-technisch und so wird ja hier gerade mega viel reingeballert. Alter. Das ist super interessant. Ah, was mache ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich ja weiter in Abessa City ein bisschen Stuff tun, aber ich finde, wir können jetzt eigentlich ihre Questreihe mal so ein bisschen weiter verfolgen, oder? Wo ist sie denn jetzt? Müsste sie nicht auf der... Warte mal. Also hier sind unsere üblichen, ne? Wo ist sie jetzt? Hä, sie meinte doch in Edan. Edan hier, hä, ist doch... Also da irgendwo war ein Weltenherz, ne? Ja, es gab noch das hier oben. Was gab es denn noch so für Weltenherzen? Es gab irgendwo hier ein kaputtes. Oder war das kaputt oder was? Nicht? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, wo... Ja, das ist noch mein Marker, ja klar. Von der einen Sache, die ich nicht vergessen wollte, wo... Wo düsselt sie denn jetzt ab hier, hä? Ich möchte jetzt... Jetzt möchte ich das auch weitermachen. Ja, das kommt immer noch. Gefährten, ja. Falk Schmalk. Achso, lol. Ja, war das so. Neue Erkenntnisse. So, ja, genau. Elex herausfinden. Besondere Orte. Biber, Birpe. Südlich der Observierungsstation. In der Mitte von Edan. Warte mal, das wegen Arx hier. Im Westen von Abessa? Im Westen von Abessa ist doch Küste. Also im Westen von Abessa ist doch gar nichts mehr. Hier ist die Bergkette, der Weg, wo wir schon lang sind und da... Hä? Egal. Also südlich der Observierungsstation... Südlich? Südlich der Observierungsstation in der Mitte von Edan. Observierungsstation ist unser Start gewesen, ne? Observierungsstation, südlich davon... Ist das das Weltenherz? Meinte sie das? Da wären wir jetzt mal kurz... Also, ich möchte mir das jetzt angucken, ne? Also, warte, ich guck mal eben, ob ich den Weg auch so... im Kopf hab, ne? Wir speichern erstmal... Oh, wir können den kleinen Beißer hier mal eben... Und... Oh, nein! Kacke! Jetzt aber, so... So, sorry Leute, da musste ich jetzt mal kurz einen Cut machen, da wurde ich dämlicherweise gestört. Naja, das ist jetzt ein bisschen kacke für mich, da muss ich jetzt gucken, wie ich das weitermache und dass ich die Zeit auch richtig im Auge behalte. Naja, mal sehen. Wie waren wir jetzt hier, ne? Wir wollten jetzt ein bisschen nach Westen, ein bisschen, Ja, genau. Geht's weiter. Waren wir auf diesem Weg explizit hier überhaupt schon mal? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten uns hinsetzen. Machen wir aber nicht.
Ah, noch so ein kleiner Scheißer. Ja, okay. Ja, die sind doch recht einfach down zu kriegen. Wunderbar. Ja, jetzt... Irgendwie... Quatsch. Hier, da. So, da ist Westen. Da lang. Ah, jetzt war ich kurz verwirrt. Genau hier und dann... Genau. Also... Ah ja, guck mal, da steht sie doch, oder? Ey! So, da haben wir den auch. Okay. Hi! Na? Hey, da bist du ja. Ich dachte schon, du lässt mich hier hängen. Geht's dir nicht gut? Du siehst so... Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch furchtbar. Die Meditation in Abessa hat mich ziemlich mitgenommen. Es ist irgendwie, als hätte ich gar kein Gefühl mehr in den Knochen. Kein Gefühl, sagst du? Oh, du meinst also das Elex, ja? Verdammt. Ich hatte vergessen, dass es diese verheerende Wirkung hat, wenn es nicht zu Mana umgewandelt wurde. Ich brauche unbedingt mehr pures Mana, um diesen Effekt abzumildern. Mhm. Ich dachte, du wolltest zu einem Weltenherz. Ja, richtig. Ich habe es nicht ganz bis dorthin geschafft. Aber jetzt, wo du da bist, können wir ja zusammen dorthin. Ja, aber, Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ja. Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich will nicht zur emotionslosen Maschine verkümmern. Jo. Dann lass uns gehen. In Ordnung. Zwischensequenz. Die Beißer sehen doch manchmal witzig aus. Oh Gott, da hinten ist so ein... Irgendetwas stimmt mit dem Ding nicht. Normalerweise wird ein Weltenherz von unseren Leuten bewacht. Dieses offenbar nicht mehr. Okay, dann sollten wir uns auf einen Kampf einstellen. Auch größere Mengen Mana ziehen Viehzeug an. Nicht schlecht. Ja gut, hier hinten waren wir ja schon mal und wussten, dass das, verdingenst ist. Ja, ich bin so froh, dass wir mittlerweile dieses fette Viech da hinten besiegen können. Hätten wir diese ganze Sache hier vorher gemacht, irgendwann mal, wäre das ganz schön kompliziert gewesen. Naja, jetzt kommt an hier, ihr Viecher. Ich will nicht so nah an das Vieh da vorne ran, sonst... es ist getriggert. Genau deswegen. Ja, und jetzt auch noch Ausweich. Ja, genau. Ja, okay, sie ist direkt down. Ich nehme dann mal ein paar Nummer 8 auf Vorrat. Ich muss erstmal die ganzen Beißer aus dem Weg räumen, sonst... Ja, haben wir hier ein Riesenproblem. Ja, jetzt hier, hallo. Weil wenn die uns nebenbei noch nerven, dann... Geht's halt gar nicht mehr. Oh! Komm schon, da muss ich mal kurz ein bisschen rennen und eine Nummer 6 nehmen. Oh Gott. Fuck that shit. Sie ist wieder aufgestanden. Los, hilf mir! Was hat sie denn da an der Hand? Achtung! Ja, jetzt müssen wir hier die Kombos raushauen. Jawohl. Okay. Oh nein. Ah, gut, dass ich gespeichert habe. Oh. Komm schon. Ja. Schon weiter. Ja, speichern. Alles gut soweit. So, jetzt nochmal. Combo. Komm schon, das könnte die letzte sein. Ah, nee, wir haben sie nicht weit genug ausgebaut. Wir haben auch kaum Regeneration noch drin. Wir müssen wieder ein paar reinwerfen. So. Ja. Okay, aber wir schaffen das. Hallo, Treffer. Ah, oh, okay.
Wir brauchten den finalen Schlag gar nicht mehr. Okay. Puh. Okay. So, wir looten alles. Ja, und weil ich jetzt hier diese Unterbrechung in der Folge hatte, leider, müsste eigentlich genau richtig sein. Ja, dann würde ich sagen, mach mal hier einfach mal einen manuellen Cut, oder? Dann mache ich nächste Folge einfach nochmal eine extra Anmod. Ja, okay, dann sage ich jetzt einfach schon mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen gleich weiter. Ihr seht morgen, wie es weitergeht. Was denn mit dem Weltenherz so da abgeht und mit Kaja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!